Ja, hallöchen. Da sind wir wieder zurück. Wir kriegen immer noch hart aufs Maul. Wir können mal gucken, ob wir uns da vielleicht ein bisschen helfen können, indem wir mal schnell die Artillerie da oben repariert kriegen. Die könnte ja noch ein bisschen Zeug drin haben. Ja, es... Oh, Alter, das Spiel hängt auch gerade nur so ein bisschen. Auf, komm, 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 komm. Ja, also kurzum, wir haben hier gerade richtig, richtig, richtig viel Spaß und werden wir hier zusammenschweißen. Bitte sag mir, dass du noch Munition drin hast. Achso, der ist gerade außerhalb der Schusslinie, okay. Ja, also dieser Monarch, nicht der Monarch hier, dieser komische Bumblebee oder wie auch immer das Ding heißt, hat es uns gerade schon richtig ordentlich besorgt, das ist gar keine Frage. Wir versuchen hier gerade mal in der Zwischenzeit noch ein paar Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Was sagen unsere Batterien? Denen geht es nur halbwegs gut. Ja, wie war das? Ich war nur mal ein bisschen neugierig. War eine richtig gute Idee. Wie sind wir denn so voll? Oh, scheiße. Muss wir alles im Zeug einstecken haben. Ich guck mal, dass ich jetzt unsere Verteidigung zumindest erstmal wieder irgendwie gerade gezimmert bekomme. Dass der fette Kollege da sein blaues Wunder erlebt, wenn er das nächste Mal über dem Horizont auftaucht. Ja, Spaß in Space Engineers. So kann es auch gehen. Vor allem hat er halt unseren kompletten Solarturm geschrottet. Na komm, schweiß schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe auch nicht den ganzen Tag Schaltplatten. Hier ist natürlich auch nichts mehr. Also die Kanone machen wir trotzdem noch klar. Das halbe Schiff steht hier, steht jetzt irgendwie quer im Hangar. Schön, schön. Also eigentlich nicht schön, aber ihr wisst, was ich meine. Da werden wir gut zu tun haben, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Also, wie gesagt, das Personal Inhibitor Field, das habe ich jetzt mit Cheat ausgemacht. Gucken ist auch nichts mehr an, sehr gut. Weil, ey, sorry, geht gar nicht. Also, das ist ja sowas von beschissen, du sitzt dann da drin und stirbst. Das ist auch keine Challenge, das ist halt einfach nur Kacke. Müssen mal schauen, ob sich das irgendwie abschalten lässt in der Mod. Das werde ich mir definitiv mal ansehen. So, irgendwas kracht und scheppert hier aber immer noch massiv. Das heißt, da kracht und scheppert massiv. So, Kollege, dann gucken wir uns mal an, was du noch sozusagen hast. Anscheinend hat er keine Munition mehr. So viel steht schon mal fest. Und dann schauen wir mal, dass wir da wieder... Wo war das denn jetzt, wo wir da reingekommen sind? Hier unten. Und schauen wir mal... So, wo ist denn hier die nächste Gatling? Da vorne sind zwei. Das heißt, wir graben uns jetzt hier tatsächlich ganz brutal erstmal runter. Solange das Schiff bewegt, ist es halt super gefährlich hier. Da ist eine, da ist eine. Das heißt... Okay, ich sehe sie. Das war klar, verdammt. Alter. Wie von unserem Zeug halt so gar nichts übrig geblieben ist. Es ist ein Träumchen. So, wo ist das Kackteil jetzt wieder? Bin ich doof?
Schiffchen gesucht. Wo fliegt's denn? Ist jetzt doch despawned? Ne, da ist er. Da ist er. Wir müssen nur einfach nur unserer Body Location nach, ne? Oh, 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 der ist sehr schnell unterwegs. Alter. Alter. Oh, das hat gezogen und hat natürlich auch einen guten Teil von unseren Asteroiden zerschlagen. Immerhin kein Teil, der uns irgendwie insofern wehtut, dass da jetzt Dinge von unserer Basis kaputt wären. Guck dir das mal an. Ja, das ist natürlich... leck mich doch. Das Problem ist nur, wenn wir das jetzt nicht bald mal unter Kontrolle kriegen, leckt und kackt er halt da weiter rum. Und Alter. Alter, zieht das hier gerade hart. Warte mal kurz. Wir gehen hier mal ganz schnell in den ins Trash Removal und sagen... schmeiß mal alle Floating Objects weg. Das ist ja gerade richtig schlimm hier. Alter, leckt das so hart. Das ist echt sowas von hart, wie das hier gerade hängt. Okay, langsam ran und jetzt mal schauen, wo wir hier wieder reinkommen können. Wo war denn jetzt hier die Brücke gewesen? Da ist natürlich noch ein Türmchen, das, mit dem wollen wir jetzt eher ungern Bekanntschaft schließen. Ich sagte ungern Bekanntschaft schließen. Guck mal, der ist hier richtig in den Felsen reingebackt. Kein Wunder, dass hier alles so hängt und klemmt. Okay, der Turm ist weg. Müssen wir aufpassen, weil da kommen gleich die nächsten. Okay, der Turm backt gerade, das kommt mir nur recht. Komm, 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 mach es weg. Alter, das ganze Ding hängt gerade irgendwie komplett verbuggt im Asteroiden rum und ja, macht mir mein Spiel gerade eher scheiße. Alter. Will gar nicht wissen, was für eine Sim-Speed ich gerade habe. Okay, jetzt ist schon mal wieder eine ganze Ecke besser. Frag mich warum. Wahrscheinlich, weil er gerade nicht weiter versucht, in den Asteroiden reinzufliegen. Och nö, den hat er auch schon angeschossen. Arschloch. So, wo ist er? Da oben ist er. Kommen wir hier vielleicht mal irgendwo in ein Terminal, dass wir uns angucken können. Was hier Phase ist. Müssen wir hier immer noch aufpassen, weil hier immer noch irgendwo Geschütztürme rumhängen. Aber die jetzt anscheinend mittlerweile wirklich komplett in der, ja, in der Landschaft hängen, wollte ich sagen.
Die können da aber trotzdem noch rausschießen. Scheißgrab. Oh Gott. Das wird noch ein Räumchen. Also irgendwie müssen wir mal schauen. Vielleicht versuchen wir mal einen Cockpit da drauf zu schrauben irgendwo. Ja, also irgendwann wurde mal die Frage gestellt, ob Schiffe Asteroiden kaputt machen können. Mit vollem Körpereinsatz, wie ihr gesehen habt, können sie das. So, jetzt versuche ich mal was ganz Bescheuertes. Und zwar müssen wir nur aufpassen. Body Location 10 Meter. Okay, hier sollten wir halbwegs safe sein. Ich schraube hier mal ein Control Seat drauf, in der Hoffnung, dass er sich so weit zerstört hat, dass er keinen... Was war das denn jetzt bitte? Ja, in der Hoffnung, dass er irgendwie nichts mehr hat, womit er sich steuert, aber... Dieses Gelegge lässt gerade aufs Gegenteil schließen. Boah. Oh, es gibt mir den Scheiß zurück. Komm, mach ihn. Was haben wir hier denn noch alles so? Wir versuchen jetzt erstmal irgendwie bei allem zu sagen, gib's mir. Was natürlich nicht gut geht. Er hat noch einen Remote Control Block, das heißt. Kann ich hier auf irgendeine Art und Weise aus dem Schiff rausgucken? Der ist komplett in den Felsen reingebackt, ey. Können wir was Verrücktes sagen? Können wir sagen, nein, können wir auch nicht. Können wir irgendwas abschalten hier drin? Ja, unseren eigenen Control Seat, das hilft. Ah, okay. Was übrigens auch nicht hilft, ist, dass das Ding halt immer noch voller Turrets ist. Das heißt... Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Turrets. Also solange die Scheißdinger da sind, machen wir gar nichts. Haben wir eine Rifle? Nein, haben wir nicht. Können wir eine produzieren? Welche nehmen wir da? Die... Sieht das mit der Munition aus? Kann ich die Elite-Munition für die Rifle bauen? Können wir. Gib was davon. Dann bau mir bitte die Elite Rifle und bau mir. Wo sind die denn? Hä? Okay. Da sind sie. Hat er jetzt wahrscheinlich schon den Tools-Container gezogen, ne? Ja. Okay, so, dann hätte ich gerne noch ein paar Raketen. Und nachdem der Herr ja unbedingt Krieg wollte, also eigentlich wollte ich den Krieg, wenn wir ganz ehrlich sind, weil welcher Idiot ist dann gesagt, geil, Dangerous Encounter, lass mal angucken, obwohl wir null vorbereitet sind mit einem kleinen popligen Fighter. Ich war das. Oh. Problem ist halt hier drin. Ja. Leck mich.
Boah. Zu spät gesehen, verdammte Axt. Komm mal an das Zeug ran, ohne jetzt gleich wieder hier alles neu bauen zu müssen. Wir hatten gesehen, der Turm war auf der rechten Seite. Das heißt, wenn wir hier linksseitig einfliegen, sollten wir eine ganz gute Chance haben, da ranzukommen, ohne dass wir in seine Sichtweite kommen. Nein, haben wir nicht, aber wir können hier in dieses Loch einfliegen. Okay, der wäre weg. Tendenziell ist hier generell sehr viel mittlerweile weg, stelle ich fest. So, wo sind der ganze untere Teil, wo wir vorhin drin waren? Oder ist der jetzt über mir? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, hier ist der untere Teil. Na, deswegen ist hier auch alles runtergefallen, weil wir schon in Gravitation sind. Hier drin war es Cockpit. Cockpit ist weg. Türme sind weg. Sollte hier drin vielleicht... Bitte? Warum? Wovon? Das Schlimme ist, ich weiß gerade nicht, ob ich von einem Gatling-Turm gekillt werde oder von Physik-Bugs. Oh, ich hab ne Ahnung, wovon ich gekillt wurde. Unter. Die Munition nehme ich mit. Okay, wir haben irgendwo noch einen Remote-Control-Block auf diesem Schiff. Den müssen wir mal als erstes irgendwie außer Gefecht kriegen, damit es ums Verrecken aufhört, hier so dumm rumzufliegen und rumzubacken. Ich sehe aber auch wirklich nichts. Muss man irgendwo ein Terminal klauen. Ihr seht, so wie das hier alles wackelt, der ist noch so ein bisschen... Ist leider noch aktiv, die Schüssel. Aber wir können mal schauen, dass wir ihn ein bisschen, ja... Dass hier an Reaktoren dranhängt. Aber das wäre jetzt genau die nächste Idee, dass wir mal gucken, dass wir dem. Dass wir vor allem erstmal gucken, dass wir in Deckung gehen und trotzdem sterben. Naja. Wir sind mittlerweile so oft gestorben, da tun die 2000 Tode jetzt auch nicht mehr weh. Na, wo sind wir denn jetzt wieder zu Hause? Da sind wir zu Hause. Also eigentlich sind wir da nicht zu Hause, aber. Hm. Liegt da oben eigentlich rum. Ja, das war schlau. Das war diese alte Scheißdrohne da. Ja, tatsächlich unser größtes Glück bei der ganzen Aktion ist hier im Moment eigentlich nur, dass dieser NPC so dämlich ist, dass es sich halt gerade selbst tot geflogen hat. Okay, das ist nicht das, was wir haben wollten. Und das hier irgendwie gerade mein... Ja, okay, jetzt wieder gut. Wo ist denn die andere Body Location gewesen? Da drüben unterm Reaktor, ne? Ach ja, also langsam nervt es mich ein bisschen, wenn ich offen bin. Langsam nervt es ein bisschen. Also nochmal hier rein. So, dann geht's wieder darunter.
Warum bist du eigentlich das Bekloppteste da dran? Guck mal, wir waren hier ja schon in diesem Reaktorraum drin. Und die Tür haben wir uns nicht erwischt. Also gut. Wir wissen jetzt, dass sie irgendwo da oben sind. So, der ist weg. Der ist toast. So, hier oben hängt auch noch einer. Der guckt mir momentan gerade nicht in die Richtung, die mir gefällt. Wir gehen hier kurz in Deckung. Na, Schatzi. Boah, ja, natürlich. Ich bin nur gerade mal wieder zurückgegangen. Verdammt. Gut, das heißt, Anflug 3495. Wenn er so weitermacht, brennt er sich sein Wasserstoff bald aus. Nicht, dass mir das irgendwie leid täte, ganz ehrlich. Im Gegenteil. So, wo geht's wieder zum Sterben? Hier ist unten, also geht's da zum Sterben. Oder auch nicht, hä? Ne, hier oben geht's zum Sterben. So, also der Reaktorraum war soweit halbwegs sicher. So, hier sind wir durchs Fenster gekommen. Das heißt, solange wir hier jetzt nicht zu weit vorrennen, sollten wir erstmal okay sein. Aber, ne, da ist das Türmchen. Okay, jetzt sehen wir ihn. Die Frage ist, kriegen wir irgendwo genug Splash-Damage her? Da durchrennen ist, glaube ich, jetzt keine weiße Sache. Aber was wir machen können, ist, wir gehen auf die andere Seite, weil, so wie es aussieht, der Turm, der mal da oben war, hat sich so ein bisschen mittlerweile wegegalisiert. Und dann gibt es jetzt hier einmal kurz an der Stelle erstmal die Befriedung. Hat dem Schiff nicht gefallen, ne? So. Weiter geht's. Wir suchen immer noch den Remote Control Block von diesem Teil, damit wir den außer Gefecht setzen können und das Ding erstmal still ist. Es fliegt schon wieder, oder? Ja, es fliegt schon wieder. Das ist gar nicht cool. Das ist nämlich genau das, was ich eigentlich gerne hätte vermeiden wollen. Dass das Teil wieder unkontrolliert in der Gegend rumeiert. Wir sind definitiv wieder in Bewegung. Boah, ja natürlich. Okay, das heißt, ich kann mir neue Waffen bauen, weil das da jetzt reinzukommen wird nicht viel bringen. Also. Gib Munition. Gib Raketenwerfer. Gib Gewehr. Nein, nein, bitte nicht das. Das sind unsere, die schießen. Ja, das Problem ist halt, das Ding bremst nicht mehr in alle Richtungen. Der hat hier anscheinend noch eine Kanone, okay. Also keine Muni.
Ja, geil. Mit Magnetstiefeln auf einem fremden Raumschiff halten und seine Kanone absägen. Alter. Das ist ein Träumchen hoch 10 hier. Na komm, noch ein Stück, noch ein Stück. So, die ist außer Gefecht gesetzt. So, wie geht's jetzt hier weiter? Guterweise habe ich... Doch, ich habe Gewehrmunition, habe ich einstecken, immerhin. Wir müssen immer den Remote Control Block von dem Scheißding finden. Da hinten hängt eine Gatling an der Decke. Also so eine kleine. Jetzt hängt die nicht mehr. So, dann hacken wir mal die ganzen Control Seats ab. Und die Processing Station von irgendwas. Okay, der ist uns. Wir müssen halt irgendwie versuchen, die Kontrolle über dieses Ding zu kriegen, damit es endlich still ist. Und ja, dann wird das Teil auf jeden Fall sowas von zerlegt, das glaubt er aber. So viel Schaden, wie uns das angerichtet hat, das ist mal das Mindeste, dass wir uns diese Teile holen. So, die sehe ich jetzt einfach nur noch runter, egal. So, dann schauen wir mal, irgendwo ist doch diese... Ach ja, ernsthaft Spiel. Wo ist dein Block? Wo ist dein Remote Control? Ui, da ist was anderes, da ist was ganz anderes. So. Das Schöne ist, man kann die Dinge halt eben auch einfach dadurch zerlegen, dass man sie vom Schiff trennt, dann haben sie keinen Strom mehr und fliegen ein bisschen dämlich in der Gegend rum. So, immer noch keine Remote. Ach, deswegen sind wir da gestorben. Spannend. Conveyor, 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 kein Remote Control Block. Batterien hoch 10, kein Remote Control Block. Beziehungsweise, wir können mal schauen. Einen Reaktor können wir zerlegen. Den anderen können wir... Ach scheiße, ich glaube nicht, dass wir den gehackt bekommen in der Form, oder? Nee, kriegen wir so nicht gehackt. Aber jetzt können wir, könnten wir drankommen. Doch, den kriegen wir gehackt, sehr gut. Das heißt, wir hacken jetzt erstmal die Reaktoren und sorgen... Ah, der hat halt noch Batterien hoch 10. Das bringt uns gar nichts, selbst wenn wir die jetzt alle hacken und das Uran rausklauen. Mitnehmen tue ich es trotzdem. Oh, ein Jump Drive. Wie. Nee, Quatsch, das ist ein Triebwerk. Oh. Nix Jump Drive. Schade. Ist hier noch irgendein Türmchen, das ich gerade sehe? Im Moment nicht. Erfahrungsgemäß werde ich sehen, wenn es zu spät ist, da mache ich mir wenig Sorgen. Toll, keine Energie mehr. Haha, warte. Das mit der Energie ist kein Problem. Das ist tatsächlich kein Problem, weil... Wo war's? Hier anscheinend nirgendwo. Da oben? Nee, auch nicht. Na, hier hinten war es in der Ecke, glaube ich. Nein, ebenfalls nicht. Alter. Orientierung sind wie sonst was, ne? Gut, allerdings sich hier irgendwie den Ding zu orientieren, ist gar nicht so trivial.
Irgendeine Ausrede muss man ja haben. Kann doch einfach hier an die Außenseite gehen und von da unseren Sitz suchen. Da ist er. Wo ballert denn der jetzt eigentlich gerade hin? In irgendwelche Richtung, okay. Wir müssen dieses Ding echt unter... Warte mal, können wir das vielleicht? Also wir können zumindest den Remote Control so weit ärgern, dass wir ihn... Ah. Ja, es hilft aber auch nichts. Wo ist dieser Block? Das ist eigentlich jetzt irgendwie unsere Halbdreh-Aufgabe, diesen verdammten Remote Control Block zu finden. Und ihn unschädlich zu machen, weil dann hört das Schiff auf zu steuern. So, hier ist die Brücke, da ist nichts, das wissen wir schon. Das Blöde ist halt, er kann halt wirklich überall verbaut sein. Hier ist eine Medbay. Och man, ja. Und da ist übrigens auch eine, ihr wisst schon. So, also nochmal Waffen bauen. Das ist das ein Gatling Turret irgendwo, der keine Munition mehr hat. Nicht keine Munition und einfach nicht fertig ist, so. Frage ist nur, wo ist der? Boah, ey, was die, Alter. Alter Vater, was das an Reparatur kostet. Scheiße, ich hab's Uran verloren. Ärgerlich. Er kommt wieder. Ja, da ist er wieder. Nicht auf meine Basis. Okay, warum auch immer, dass die Grafik gerade nicht aktualisiert, aber der dürfte jetzt eigentlich tot sein. Oh, hör auf. Warum? Hä? Wo zum Geier? Also nochmal ein bisschen Tools. Gut, dass wir ein paar von den Gewehren mehr gebaut haben. Nämlich halt die sind auch
die halten auch ganz gut. So, wo sind das die Schüssel jetzt schon wieder hin? Da ist die Schüssel hin. Aber wisst ihr was? Ich hole jetzt erstmal die Body Locations, dann fliegt mir das Schiff eh hinterher. Aber wenn ich das richtig sehe, müssen das die beiden sein, in denen das Uran drin ist. Und das hätte ich gerne. Aus Gründen. Okay, da ist nicht kein Uran drin. Wo war die andere? Mein Gut, ist jetzt auch nicht schlecht. Jetzt haben wir wenigstens wieder, ein paar Waffen zurück. Und ja, das Ding existiert halt auch immer noch. Und irgendwo schießt da noch was drin. Verdammt nochmal. Ich will's nicht mehr sehen. So, jetzt ist der Conveyor kaputt, damit schießt er auch nirgendwo mehr hin. Boah, das sieht auch gleich noch was aus, was mich gleich wieder umbringt, wenn ich hier nicht rauskomme. Okay, ist immer soweit erstmal wieder halbwegs im Business. Naja, im Business. Hm. Wie immer man das nennen möchte. Grundsätzlich stellt sich immer noch die Frage, wo zum Geier wir diesen Reaktor abschalten. Nicht den Reaktor, sondern die Remote Control. Irgendwo muss die sein. Und wenn wir die abgeschaltet haben, dann können wir das Ding nämlich irgendwie im Zweifelsfall auch nach Hause fliegen. Ja, schade, dass das Uran weg ist. Egal, vielleicht sind den kleinen Reaktoren noch was. Schalten wir aber auch mal ab. Und das wäre mir ganz recht. Wo könnte hier was sein? Hier ist definitiv nochmal nichts, das würden wir sehen. Hinter der Batteriewand da vielleicht. Da ist auf jeden Fall noch ein Turret, das sehe ich. Haben wir Raketen? Ja, haben wir. Das heißt, wir machen hier die Sliding Door vom Winkel auf. Und komm, lad nach. Er muss jetzt in deiner Hosentasche gucken, wo die Rakete ist, oder was? So, wo ist so einer? Ups. Uiui. War klar. War sowas von klar. Kilometer von der Basis weg, okay. Das ist ein ganz ordentliches Stück tatsächlich. Aber ja, müssen wir hin. Hilft alles nichts. Gucken wir mal, ob wir beim nächsten Mal dann hier auch weiterkommen. Euch erstmal wieder vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuschauen.
ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir das Ding jetzt auch irgendwann mal unter Kontrolle. Wernträumchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.